Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vierter Dienstag. Heiliger Antonius, durch dein Gebet und dein Beispiel, entzünde unsere Liebe und entflamme unseren Mut, damit wir allzeit und überall die Ehre Gottes suchen und für die Ausbreitung des Reiches Gottes tätig sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei zum heiligen Antonius von Padua. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns. Du Zierde deines Ordens, bitte für uns. Du Säule der Kirche, bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns. Du Lilie unversehrter Reinheit, bitte für uns. Liebhaber der Armut, bitte für uns. Gemusterte Demut, bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Lehrer der Jugend, bitte für uns. Du apostolischer Prediger, bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Du Tröster der Betrübten, bitte für uns. Bote des Friedens, bitte für uns. Du Erwecker der Toten, bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden, bitte für uns. Du Erlöser der Gefangenen, bitte für uns. Du Wiederbringer verlorener Dinge, bitte für uns. Du mächtiger Fürbitter, bitte für uns. Du großer Wundertäter, bitte für uns. Du unser liebevoller Schutzpatron, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, so heiliger Antonius, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, wir bitten dich, lasse uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und dereins mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Segen des heiligen Antonius. Seht das Kreuz des Herrn. Flieht ihr feindlichen Mächte. Besiegt hat der Löwe aus Juda, aus dem Stamme Davids. Alleluja. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kindelied. Uns allen deinen Segen gibt.